Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cruising Kansas Event Video. Wir stehen hier noch in Hutchinson bei der Salt Mine, bei der Salzmine bei Hutchinson. Im Hintergrund haben wir noch schön die große Menge an Grain Elevators. Sie passen gar nicht aufs Bild, zumindest aus dieser Szene. Wir haben nur noch 3 Städte offen, bis dann zumindest das Personal Goal achieved wurde. Es fehlt noch Hayes, es fehlt noch Maryville, es fehlt noch Emporia. Ich verrate mir überlegen, weil ich hier gerade noch am gucken bin. Cruising Kansas Event ist gerade beim Stand von 75,5 Millionen von 125 Millionen. Und ja, das Weihnachts-Event ist mittlerweile auch schon ein Viertel durch. Und ich habe noch nicht mehr begonnen. Genau, dann gucken wir mal, ob wir was nach Hayes, nach Marysville oder nach Emporia haben. Das wäre ja sehr gut. Hayes, Emporia. Erst kommt Hayes. Ne, erst kommt Emporia. Wir hätten was nach Emporia. Es ist aber. Okay, wir könnten nach Emporia mit einem Knickgelenk-Dumper fahren. Gucken wir mal. Hayes hätten wir auch. Moment, das wären 5600. Dann doch lieber nach Hayes. 144 Meilen Baggerlader nach Hayes oder ein Schulbus. Dann doch lieber der Schulbus. Wenn schon, denn schon. Jetzt gucken wir nochmal nach Marysville. Marysville haben wir auch nicht. Marysville könnte schwierig werden, habe ich das Gefühl. Da könnten wir echt lange suchen. Wirkt zumindest gerade so, gleich Marysville, glaube ich, bisher nicht, dass ich mir erinnern kann, könnte gesehen zu haben. Aber dann würde ich sagen, fahren wir den Schulbus oder fahren wir einen 24.500 Pfund schweren Schulbus von MWM in Hutchinson nach Central Civil Works in Hayes und haben dann auch die Nummer 12 von 14 abgeschlossen. Ich habe gar nicht geschlafen, aber ich hätte auch nicht. Gott, ich hätte. Prinzipiell muss ich auch gar nicht, hätte ich auch nicht schlafen müssen. Ja, diese Pause ist, das schafft man in einem Rutsch. Dann fahren wir doch hier auch direkt rechts raus, würde ich sagen. Links raus natürlich. Dann fahren wir auch wieder eine neue Ladung. Cancel ist auch schon nice. Dann müssen wir eigentlich nochmal irgendwie Salz oder sowas ähnliches fahren. Von der Salzmine. Aber vielleicht fahren wir das ja noch. Vielleicht noch während ich aktiv am Event fahre oder nach dem Event. Irgendwann werden wir doch mit Sicherheit auch etwas von der Salzmine wegfahren. Warum haben wir es denn überhaupt? 14 Meilen, okay. Fahren auch erstmal nach Hutchinson rein. Wir waren ja bisher nur bei Hutchinson. Also ich denke, wir fahren nach Hutchinson rein, oder? Ja. Da sieht es gut aus. Stay right and then turn right.
Was ist denn? Nein, da ist doch nichts. Da ist nirgendwo was gewesen. Also gut, schon, aber... Jetzt nichts zum Nerven. Den Schirm mit dem Wasserturm von Hutchinson. Hätte ich nicht aufhören sollen. Ich habe kurz aufgehört, kurz wieder in eine Richtung gelenkt. Da war ein Fehler. Hätte ich nicht machen sollen. Die Globe Mills. Und dann haben wir schon da unseren Schulbus. Von Municipal Waste Management. Interessant. Wir fahren ja auch zu City Civil Engineering oder so? Ich habe keine Ahnung mehr. Fahren wir hin. Central Civil Works. Na dran. Bin mal gespannt, wofür die den Schulbus benötigen, ob der restauriert und repariert wird und dann später wieder eingesetzt wird als Schulbus oder ob der zweckentfremdet wird. Haben wir jetzt, glaube ich, 144 Meilen, ne? Ne, 127 Meilen, okay. 144 Meilen war dann, glaube ich. Schön, wie auch der Müll da reingeworfen wird. Das ist ja nice. Dass so kleine Animationen alles so einen Unterschied bringen. Schön. Mit dem Schulbus auf dem Flatbed. So, kein Oversize, auch wenn der, oh gut, der Spiegel hängt genauso weit rüber wie unsere auch, von daher. Bisschen den Borscht mitnehmen. Und dann geht's ab nach Hayes. War auch Hayes, ja, wir fahren nach Hayes. Wir fahren nicht nach Emporia, wir fahren nach Hayes. Ja. Ich denke mal, ich werde auch heute alles aufnehmen, was noch übrig ist an Kansas. Und dann dasselbe irgendwo machen wie in den ETS 2. Ist ja mittlerweile frei, das kann ich erfahren. Und gleich wieder rechts abbiegen. Wenn ich das dann habe, dann muss ich nochmal genau nachschauen, wie viel denn noch ausstehend wäre, dass ich aufnehmen müsste. Oder wie viele Fahrten ich machen kann, bevor ich dann das Windthema mit rausbringe. Und ich muss nochmal schauen, wenn die neue Policy bei YouTube was KI betrifft. Wann die greift und ja, ob die auch rückwirkend greift. Ob die jetzt erst wirklich nur in 2014 startet.
Oder ob die auch rückwirkend greift. So, 24.500 Pfund. Und ich würde fast sagen, so ein Anschluss. Ich würde sagen, im Anschluss an das Kansas-Event werde ich dann in Kansas eine Garage dann kaufen, vielleicht in Kansas City oder wo auch immer wir dann die Fahrt beenden, falls eine ist. Und danach, nach dem... Nachdem. Ich hatte eigentlich gedacht, der hat nicht eben noch ein bisschen mehr Platz. Ah, okay. Warum bremst man auch? Und das wird danach halt den. Nach dem Christmas Winterland Event. Das wird dann. Den Volvo hier. Restaurieren. Das dann auf. Dem. Vollen Stand ist. Einmal alles austauschen und teilen. Das kostet ja auch nochmal gut Kohle. Ich glaube, es waren. Ich habe gerade irgendwie 300.000 im Kopf. Irgendwie sowas Utopisches. Ich guck mal kurz nach. Ist ja, glaube ich, auch. Okay, never mind. Aber ich meine, das war irgendwie so relativ utopisch, wo ich auch dann das Video verstehe. Also gut, ich hätte sowieso eigentlich in den Staffeln eh nicht gemacht. Ich hätte mir dann irgendeinen Gebrauch, den Dings-Ecke gekauft, wahrscheinlich. Einen. Ne, Neuwagen. Einfach, weil, gut, da hat man halt erstmal, kann man ein bisschen fahren mit unterschiedlichen Trucks. Wenn man seinen eigenen hat. Ich hätte es dann wahrscheinlich, also ist mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen, falls wir da irgendwann was mal zu gemacht hätten, oder machen würden, hier Duell, Triet, whatever. Oder was, Triell? Ich weiß gar nicht mehr. Halt was in dem Format, wenn man gesagt, okay, irgendwie, was weiß ich, wer am meisten Geld in 10 Stunden oder in 10 Folgen oder so eingefahren hat, der gewinnt. Quasi nach dem Motto. Dann hätte man da, auf alle Fälle wäre das eine Strategie gewesen. Oder wäre es eine Strategie. Aber. Ansonsten. Da lieber ein Neuwagen. Und ich meine, es scheint halt wirklich so zu sein. Ich meine, wir zahlen ja sowieso. Für wie viel haben wir den Volvo gekauft? Ich weiß natürlich nicht, wie viel der in der Ausstattung neu gekostet hätte. Aber ich glaube, ich habe dafür auch 100.000, 120.000 ausgegeben. Gucken wir mal kurz nach, wenn wir schon mal hier dabei sind. Nee, ich kann nicht nachgucken, weil ich nicht auf LKWs habe. Aber ich denke mal, dann zusätzlich zu den wahrscheinlich 200.000 bis 300.000, die dann noch dazu kommen jetzt in Form von Restauration und so. Was noch an Kosten dazu kommt, macht es schon irgendwie mehr Sinn, dann sich das Geld zu sparen durch Aufträge.
dann einen eigenen LKW zu holen, der nicht gebraucht ist. Man kann zwar schnell loslegen, wie gesagt, so für die eine oder andere Sache, wenn man direkt schnell loslegen will. Das ist natürlich ein Ding, was man machen kann. Aber so für so Long Run ist es halt dann doch schon, ne? Man muss dann doch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Gut, ist natürlich die Frage. Das kann man natürlich auch mal testen. Allerdings ist es schwer zu testen, weil man kann halt gewisse Sachen schwer ne? Schwer einkalkulieren oder schwer vorhersehen, wie jetzt irgendwie die KI, die plötzlich abrupt abbremst und man dann unverbaut Schaden hat, whatever, oder ne? Mit Geschwindigkeit und so kann man ja irgendwie handeln, indem man immer 5 Miles per Hour unter dem Tempolimit fährt. Dass man dazu ehrlich geblitzt wird. Aber wäre eine interessante Sache zu testen, aber ist halt die Frage, ne? Hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Ah ja, ich habe zumindest da so einen Titel. Thumbnail und Titel gesehen, dass zumindest die These aufgestellt hat, dass Gebrauch-LKWs nicht so gut sind, wie sie angepriesen werden. Und wir sind schon in Haze. Und sind auch schon direkt bei unserer Abwehrstelle. Ja, auch wieder flott. Na ja, gut, waren ja auch nur 127 Meilen plus die 30 oder so, die wir vorher hatten. Und dann können wir direkt hier vor der Hof abladen. Da muss ich jetzt zumindest auch wirklich pennen. Weitere Fahrt werde ich so nicht mehr hinbekommen. Dann laden wir mal das gute Stück ab. Vielleicht wird es hier auch nur restauriert. Oder repariert. Ausgezeichnete Schulbus von Hutchinson nach Hays geliefert. Gefahrenstrecke 151 Meilen. Dauer knapp 20 Minuten. Aber auch der Kraftstoff 23 Gallonen. Das war der 141. erledigte ATS World of Trucks Auftrag. $8.000 gab es dafür und 302 Erfahrungspunkte. Dann fahren wir eben mal kurz zur nächsten Schlafmöglichkeit in Hays, die gen Norden ist. Bei der Werkstatt. So haben wir vielen Schlafmöglichkeiten. 6 Meilen und dann gucken wir danach, wohin die Reise im nächsten Video morgen geht. Wie gesagt, das wird erst heute eine längere Aufnahmesession. Auch schon mit dem Coachbus.
raus. ...966.000 haben wir. Aktuell, ich denke mal... ...am Ende des Tages sind es dann wahrscheinlich so knapp unter 1 Million. Wahrscheinlich so 980.000 vielleicht, oder 90.000. Und gut, danach kommt da... Danach kommt ja noch, Go straight. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Go straight. Wird es jetzt spannend. Ich denke mal, nach Emporia bekommen wir eher was als nach Marysville. Was natürlich ungünstig ist. Heißt, wir müssen dann auf Emporia hoffen. Dann sehen wir das nochmal eine Odyssee nach Marysville. Wir würden schon gern nach Marysville auch fahren. Also mit einer Fracht und nicht leer. Und quasi dann voll von Marysville. Denn lieber so rum. Aber schauen wir jetzt mal nach. Wie gesagt, Emporia ist, glaube ich, am einfachsten sogar noch zu bekommen. Einfacher als Marysville. So wie es so ein bisschen einstellen hat. Vorwärts rein. Dann schauen wir mal nach. Emporia oder Marysville? Oh je. Bitte nach Marysville, natürlich nicht. Das ist ja belastend. Fahren wir vielleicht kurz. Haben wir schon Pittsburgh hier ausstehen? Ich glaube, Phillipsburg meine ich natürlich. Dann fahren wir kurz hoch nach Phillipsburg und schauen dann danach. Ich glaube, wir sind noch nicht im Territorium. Aber gut. Darum kümmere ich mich dann gleich. In dem Sinne hoffe ich, euch hat das Video gefallen und dann sehe ich euch hoffentlich im nächsten Cruising Kansas Event Video wieder. Tschüss.